Nee, du warst ja dafür. Microphone muted. Luca, das ist so unglücklich für dich, ne? Vor allem schon wieder Miranda, das einfach reißt. Wieso, Nils, hast du das auch gesehen? Nein, aber ich sehe nur, dass Miranda tot ist. Ich weiß, gewesen, ja, Junge, du... Ich sehe nur so einen fetten schwarzen Rucksack vor mir weglaufen und auf einmal ploppt dann... Ja, jetzt komm, hau raus. Also wir hatten ja gerade geredet, deswegen bin ich erst mit Alina nach oben gelaufen, um so zu tun, als würde ich sie töten wollen. Danke. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, ah, ich bin Crewmate, ich muss doch Tasks machen. Dann bin ich gleich losgelaufen, bin unten zur Admin hin, dachte so, ja, dann gehe ich jetzt zur Admin rein, mach da meine Tasks, ne? Ich gehe da so rein, auf einmal ploppt so bei mir dieser Report-Button auf. Ach, okay. Bullshit. Ja. Ich bin gerade so glücklich, dass ich nicht zum Light gegangen bin, sondern nochmal einen Abstecher in Admin gemacht habe. Ne? Das hatten wir schon mal, da warst du dir auch so sicher. Und ja, das ist jetzt natürlich einmal war ich mir aus... Nee, da war das absolut falsch, weißt ja, du? In einem von 10 Fällen war das falsch. In 9 von 10 Fällen ist das richtig. Machst, dann blamierst du dich nur, Alter. Okay, Luca, wer war denn... Luca, dann kannst du mir ja ganz sicher sagen, wer noch im Raum war, bevor das Licht ausgegangen ist. Nee, weil ich bin ja gerade erst reingekommen. Ach so. Okay, Alex. Aber wieso gehst du dann da rein, wenn das Licht aus ist? Du machst auf deinem Channel, ja, du machst ein Video, wenn, wie du tanzt, wenn ich jetzt nicht Imposter bin. Wenn ich Imposter bin, ja, wenn ich Imposter bin, dann schicke ich einen dicken... Junge, dann sag mir doch mal bitte... Okay, dann sag mir, wie es aus deiner Sicht da passiert ist, Luca. Aber eigentlich hat das mehr, Luca jetzt kurz, zu bauen. Ich hab kurz auf mein Handy geguckt, bin da reingelaufen, auf einmal steht da ein Report-Button. Ich schicke sonst einen Dickpick in meine Gruppe. Aber wir wollen es nicht sehen. Ja, das ist ja okay. Er hat ja nicht gesagt, dass es das ist ja okay. Außerdem, weißt du, Luca, was noch gegen dich spricht, dass es einfach wieder Miranda ist und du hast einfach was Persönliches gegen sie. Also Alex, was machst du, wenn ich das jetzt nicht bin? Junge, nee, weiß ich nicht, aber... Alina, was hast du gemacht? Junge, aber... Doch? Ich weiß nicht. Du blamest mich hier jetzt einfach so. Ja, Junge, ich hab deinen scheiß Rucksack gesehen, wie du da rüber gelaufen bist, Junge. Du hast jetzt nur Angst, was zu sagen, was du machst, wenn du selber das warst. Weil jetzt mit deinem Belaber machst du mich unsicher, aber du kriegst mich nicht unsicher. Danke, Leute. Oh, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ah, nein. Alex, ich dachte jetzt, wir machen das fürs Dickpick. Ne? Dann tanzt du auf deinem Channel diese cringe 15-jährigen Tänze, ja? Okay, komm, ich glaube, ich laufe einfach die gesamte Runde mit Luca mit. That's my plan. Jetzt muss ich den aber erstmal finden. Das ist wirklich nicht. Da guckst du, okay, was, Luca. Alex? Da Luca. Guckst du, da guckst du, ja? Wie ich da, hast du es gesehen? Ja, da hast du dich jetzt geärgert, ne? Junge, aber warum reportest du die scheiß Leiche? Ich hab auf mein Handy geguckt. Junge, du laberst so ein... Oh Mann, warum spielst du denn so behindert, Alter? Ja, was? Ich hab legit auf mein Handy geguckt, Alter. Junge, du stampst einfach über die Leiche und dies, Alter. Okay, ich kann confirm, Luca ist es nicht. Warum? Wo wart ihr denn gerade? In Medbay. Ja, ich hatte Henry das letzte Mal in Machine Room. Okay. Dann habe ich keinen blassen Schimmer, wer das war. Einfach nur also frech. Ich bin da vorher drauf gegangen, ich hab's extra abgebrochen, weil ich dich finden wollte, dass du mir folgst. Ja, ich habe dich auch die ganze Zeit eigentlich gesucht, damit weil ich dir die ganze Zeit herlaufen wollte. Also ich bin gerade von Storage hoch, also was heißt hoch, über Lower Engine und in den Security-Bereich und da liegt die Leiche direkt vor den Camps. Also ich glaube... Ja, der ist, also dann war Henry schon länger in den Camps. Ich glaube auch Alex ist safe, weil er hat dieselben Tasks wie ich gefühlt. Das stimmt sogar. Alex, wir haben echt genau die gleichen gehabt. Was nochmal? Ich hab nicht gehört. Jetzt können wir mal Real Talk ich bin machen. Durch den Eingang reingegangen und hab dich mit dem schwarzen Rucksack über die Leiche steppen sehen und hab also reportet. Du bist also nach mir reingekommen. Ja, ich war in der Cafeteria, dann war das Light aus. Wie hast du mich denn gesehen? Dude, ich hab einfach deinen Rucksack da noch nach rechts laufen sehen. Du bist rechts, genau über dem Admin-Table nach rechts geworkt und dann war die Leiche da. Also die Leiche habe ich glaube gar nicht mal gesehen, aber den Report-Button. Ja, ich weiß, ich hab auch ein bisschen länger auf Ja, ich will wissen, was Nils schon reportet hat. Das ist ein Geheimnis. Sag ich nicht. Sich selbst, wir wollten jetzt alle nichts.
Alina, Lennart und Jonas, die jetzt ein bisschen fishy sind, oder? Schämt sich die Person eigentlich für Miranda als erstes? Warum sind wir fishy? Also, ja, ich habe nicht gesehen, nicht. Ja, aber Jonas und Lennart, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich, Luca, stand er einfach zu dem Zeitpunkt noch im Raum. Da standest du auch. Wo nee, war? Die lag da schon vor, weiß ich nicht, schon länger her. Aber ach stimmt, stimmt, doch, du standst, aber ja, gut, da kann man wenden. Jetzt habe ich die ganze Zeit überhaupt nicht zugehört, was jetzt gerade passiert ist, muss ich jetzt sagen. Mein Gefühl sagt Jonas. Ich glaube, es ist Niklas. Ich meine, ich möchte dann am Ende der Runde echt gern wissen, wer dann da Miranda gekillt hat. Was, wer war das, wer mit mir die ganzen Aufgaben hat? Marlet war das. Ja. Okay, der ist wahrscheinlich auch safe. Microphone muted. Erste Frage, Alina, mit wem? Du standest da ja in Comms auch. Mit wem bist du nach links gelaufen? Ich stand da nicht, ich bin aber ganz kurz reingelaufen. Ja, du bist aber nach links gelaufen. Wer ist mit dir nach links gelaufen Richtung Storage? Das ist jetzt eine wichtige Information, Alina. Ja, ich weiß es nicht. GG. Das ist gut, gemacht, Jonas. Also, irgendwie würde ich sagen, ich war in der rechten Seite. Dann habe ich da erst dieses, wo man dieses Raumschiff über die Linie ziehen muss. Danach bin ich runter zu Shields, hab das gemacht. Dann ging okay, ja die Comms aus. Da waren ja noch dann bin ich in Comms rein, da hat Alex mich gesehen. Und beziehungsweise Alex hat die Comms wieder aktiviert. Also ich habe Marleton gesehen. Das ist gar nicht gerafft. War oben bei Navigation, glaube ich. Und Nils war ein Admin, meine ich. Jo. Okay, also da standen ich ja mehrere bei Comms. Alina, Jonas, ihr seid beide nach links gegangen. War da nicht noch ein Vierter? Ja, also ein Fünfter, ja, meine ich. Ich war ja, über links. Jesse, also Marleton war da auch noch. Okay, bei Comms. Ja, du warst doch auch bei Comms, du warst doch mit mir in der rechten Hälfte. Nee, nach Shields bin ich wieder hoch. Nachdem also Leute, Shields okay, gemacht hast, bin ich wieder hochgelaufen. Kann sein, aber du warst... Okay, Niklas, du warst da. Ich war auch mit unten. Ich du bist nach links gegangen. Das Problem ist, mein Alibi ist halt tot. Nur ich habe ihn nicht umgebracht. Also bist du als Erster aus, nach links gegangen? Ich bin als Erster nach links gegangen. Ich war mit Nils und Lennart oben eingesperrt. Mhm, in der Cafeteria. Nee, ich meine jetzt nur Comms, weil das muss auf jeden Fall eben passiert sein. Achso, ja, ich bin als Erster Alex, links raus. Ja, ja. Zur ersten Runde. Du hast mich ja gefragt, wen ich da in Admin gesehen habe, ne? Wir waren da noch in Admin. Ja, keine Ahnung, das frage ich dich, aber es muss ja irgendwer noch da sein, wenn du den Kill nicht gemacht hast. Achso. Ja, achso. Ja, okay, also ich glaube nicht, dass Alina sich einen Meter daneben hinstellt und den Müll rausbringt. Warte, die Leiche lag da unten. Ja, die lag halt da bei dem... Du warst beim Müll rausbringen, die Leiche war bei dem Kanister. Also okay, für mich ist halt jetzt entweder Niklas fishy, obwohl er meint, sein Alibi ist tot, oder halt Jonas, weil die beiden nach links sind. Niklas ist... Niklas oder Jonas sind jetzt für mich fishy, so das ist Punkt. Also was Jonas wenn jetzt nicht tot wäre, könnte er bestätigen, gesagt, dass ich halt einmal lang gelaufen bin. Ja, wir sollten jetzt sowieso nicht voten, aber für mich sind halt Niklas und Jonas fishy. Ja, Alex, ich weiß, du hast mich gesaved, ne? Du hast mir das confirmed, aber... Glaubst du echt, ich bin das? Nee, aber der Verdacht, also es gibt die Chance, Leute, ne? Nur daran denken, dass er es sein könnte. Luca ist es. Hm. Oder? Willst du es selber sagen? Redest du gerade mit mir, Luca? Achso, nee, mit dir rede ich nicht. Okay. Ich wollte gerade fragen, hast du jemanden wenden sehen? Ich habe den sogar killen sehen. Okay. Aber ich dachte, die Person kommt jetzt selber um die Ecke. Also Luca war es nicht, der ist da gerade reingelaufen, als Gelb umgefallen ist. Ich habe nur noch gesehen, Luca läuft da rein und Gelb, der halbe Stumpf da kippt zur Seite. Aber ich weiß nicht, wer ich gebe dir jetzt noch die Chance, dich einfach selber zu worten. Ja, der erste Wort geht auf dich, dann muss ich das hier gar nicht jetzt vorbringen. Komm schon. Sag doch wenigstens irgendwas. Das Ding ist, Jonas und Niklas sind einfach beide ruhig. Ich weiß ja nicht, von wem er spricht. Ja, wahrscheinlich haben alle Jonas. Nichts gesagt. Also Jonas und Luca sind zusammen mehr. Ja, okay, da also Jonas oder was? Ich habe Jonas auch schon gewonnen. Okay. Ja, Jonas war auch einfach, hätte sich auch selber worten können. Vom Bauchgefühl her war Jonas einfach die ganze Zeit schon wieder. Sie haben uns selber gewonnen. Er hat nicht schon was gesagt. Jetzt ist es einfach nicht vorbei. Jetzt ist es Luca. Ja, haben wir denn überhaupt schon jemanden rausgerufen? Nein.
klar, Niklas, ey. Das, ja, okay, das Emergency-Meeting war gut. Beschissen für dich okay. Ich dachte gerade noch, Alina will mich abstechen. Was? Der ist, nee, ich dachte das nur kurz irgendwie. Du bist hinter mir gelaufen. Du ich weiß, und deswegen verfolgt. Ist es ja auch Niklas. Guck mal, er hat sogar zugegeben. Nee, du votest ihn jetzt nicht. Vote Luca, der war schon von Anfang an. Ja, das ist halt das Ding. Warte, Luca, was? War kurz hinter nein! Mir. Ja, aber guck mal, Niklas und Nils. Luca ist schon die ganze Zeit hinter dir hinterher gelaufen. Ja, aber vielleicht hast er Niklas, ja, aber Niklas hat doch... Nein, Niklas hat gerade sogar gesagt, oh, ja, das Emergency-Meeting war ja jetzt gut. Komm, schnell. Nimm einfach mich. Nimm einfach... Oder nimm schwarz. Nimm einfach mich oder nimm schwarz. Oder vote dich selber. Ja, ich wollte gerade fragen, kann ich mich nicht selbst nehmen? Ja, das kannst du aber dann verlieren, Alina. Ja, ich weiß. Aber ich will keine Entscheidung treffen. Ja, musst du jetzt. Mach ihr nämlich eine Mister. Aber es müsste eigentlich auch aus deiner Sicht klar sein, dass es Niklas ist. Du bist... Das es ist Luca, der läuft hinter dir. Was? Nein. Ey, die außer gehen, sich Alina, mir. Die gehen im Chat gerade auf und denken sich, was, Alina? Luca und Alina. Das ist ein YouTube-Video zusammen. Für Alex. Ich weiß. Luca. Wir Luca können Entscheidung und, Alina, also überleg mal. Wir gehen wenn du jetzt Charakter Luca rauswählst, kriegt Alex das Dickpick. Andersrum, dann kriegt Luca das Dickpick von Alex. Kriegt erstmal gar nee, ich möchte Dickpick, eigentlich einen Tanz weil, von Alex sehen. Ja, ja, dann musst du Luca rauswählen. Nee, du musst mich gar nicht dafür rauswählen. Sie weil, das hat sich schon auch. Erledigt, weil ich kein Imposter bin. Guck mal, Alex hat mich doch schon kontrolliert. Sauer, Niklas. Mann, Alina, bist du? Alina, denk dein Ernst oder? Niklas hat doch schon gesagt, dass er es ja, ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Die Leiste war fast voll. Ich dachte, scheiß drauf. Einfach umbringen und hoffen, dass der Timer runterläuft. Und dann kommt das Emergency-Meeting. Ich wollte die Kills haben alle. Ich weiß. Ich glaube, ich habe gerade 80 Euro verloren. Ich wurde von Alex confirmed. Ich habe ihn zu 100% confirmed. Alina, ich habe ihn geblamed so lange, bis ich gesehen habe, dass er eine Bad-Bait-Task hatte. Und dann war Luca fein raus. Ja, Alter, mein Kopf. Bitte tötet mich nicht. Bitte, doch. Bitte. Miranda ja, verliert schnell. Langsam den Spielspaß. So bitte lass mich Imposter sein. Ja, ich verliere den Spielspaß. Mann! Imposter, tschüss, Mairi. Ito. Oh shit, MacTiddy. What the fuck, okay. Ich hab nur Nils gefunden in Electric. Also wir müssen ja jetzt wählen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das Problem ist... Wir müssen den richtigen noch wählen. Ja, sonst haben wir verloren. Was war das jetzt, Luca? Ja, ich hab Verdächtigen. Das ist eine gute, schnelle Runde. Ja, aber wir müssen uns drauf einigen. Also folgendes ist... Das sind Alex und Jonas. Ja, Junge, Alter. Alex weißt, ist auf jeden Fall. Junge, das sagst du jetzt nur, weil Alex du das selber bist, Alter. Alex ist es auf jeden Fall. Ja. Weil bin ich das auf jeden Fall? Mit ihm langgelaufen ist und auf einmal war sie tot. Ich ist nach Mad Bay reingelaufen. Also Alex ist safe. Sie ist... Keine Ahnung, deswegen habe ich jetzt Alex gewotet. Ja, Alex ist Luca. Safe. Alex ist nein, Mann, Luca, was sacrificest du mich denn jetzt? Egal, du machst das, Luca. Hat denn irgendwo... Den Rest hat niemand pst, aber pst. Hab Nils noch runterlaufen sehen, also... Ey, das ist Luca. Marlettin, das ist Luca. Jonas, das ist Luca. Jonas, keine Sorge, wenn Alex jetzt rausfliegt, nehme ich seinen Platz ein. Nee. Nein. Also Marlettin, das könnte ich proven, dass ich glaube, er da runtergelaufen ist, weil Nils auch da runtergelaufen ist. Ich glaube langsam, das sind Luca und Niklas, weil die mir das einfach in die Schuhe schieben wollen. Nee, ich hab dich oben in der Cam gesehen, du bist ja, mit ein Upper Angel mit drauf jetzt. Ja, ich bin Miranda rausgelaufen. Das ist richtig. Und siehst, nee, ich bin zur Kaffee gelaufen. Ich bin schon mal safe nicht, glaub, weil kein Imposter würde jetzt voten, wenn eh nur noch ein Kill gemacht werden muss. Also bitte. Ja, also wer hat mich gerade geblamed, Niklas?
Ich hab ihn nicht geblamed, ich hab nur gesagt, dass ich das bestätigen würde, dass du unten bei Electrical sein könntest. Achso. Ich hab ihn da sogar noch gesehen. Ich glaube, es ist. Weil Nils mir unten in Lower Nein, es ist doch voll einfach auch aus Lukas Sicht. Wenn er jetzt sagt, er entscheidet sich ein, sagt aus seiner Sicht sind es die, committed und dann hat er das Spiel gewonnen, wenn er jetzt wen votet. Ja, das war mir halt auch zu schnell. Das ist schnell. Luca. Wenn Luca Inno ist, war das der schlechteste Play, so schnell zu voten, weil das macht ihn. Nein. Das macht ihn immer fishy, Luca. Nein, ich hab einfach no evidence. Wen hast du nur gewotet, Niklas? Also Luca, Alex und mich. Alex, das sind safe. Ja, ich hab Luca gewotet. Das müsste dann Jonas sein. Oh nein, Leute, echt jetzt wirklich. GG. Alex, geil. Janige Runde. Ja, das war. Ich hab das doch gekollt, dass ich. Ja, die zählt nicht. Luca war der dritte im Post. Was sollen wir da machen? Das ging jetzt schneller, als ich dachte. Jetzt ist gelohnt, ne? Ja. Play again. Mikrofon muted. Alter, ich hab mich grad so erschrocken, heilige Scheiße. Ich bin gerade zusammengezuckt, Alter. Bevor man unten den Mülleimer macht, muss man noch erst so einen anderen Mülleimer machen, oder? Ja. Nee, ist egal. Nee, ich glaube, das ist random. Echt? Nee, glaub, weil bei mir ist das immer so. Nee, den unteren machst du eigentlich immer als letztes. Ja, weil Alina hat den gemacht, ohne vorher einen anderen gemacht zu haben. Und ja, ich weiß es nicht, aber ich hab ihn gemacht. Echt? Aber ich dachte, das ist immer so, dass du einen von den oberen machst und ich dann... Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist auch der random. Der Meinung bin ich aber eigentlich auch. Weil jetzt bin ich verwirrt, weil Lina war... Ich hab grad komplett aus... Ach nee, warte. Ich hab da noch nie drauf geachtet, muss ich sagen. Ja, können wir jetzt nochmal ganz kurz über die letzte Runde reden, wie smart ich einfach Alex und Jonas überführt habe und niemand... Also ja, Luca, Alex das und Jonas überführt, aber... Aber Lina, hast du nicht gerade gesagt, du hast nur den unten gemacht? Das bin ich... Aber das war auch echt... Das war echt... Aber sie kam aus der Cafeteria. Das kann ich bestätigen. Später. Was ist mit letzte. Mir gleich nach Admin gelaufen? Wir waren doch beide gleich in Admin, hast du die Karte? Nee, wir waren in Admin. Also ich war nicht in Admin am Anfang. Bisher. Ich bin mit von der Cafeteria zum Storage gelaufen und ja. Habe dann diese Karte gemacht und bin dann nach ganz unten. Ich bin pink. Gelaufen. Alina ist hellblau. Ich bin hellgrün. Hallo Alex. Jetzt bin ich verwirrt, ich rede auf. Hä? Mann, nimmst du Schmerzmittel wegen deinem Ellenbogen oder so? Nein. Ich skipp jetzt mal. Ich behalte dich im Auge. Ich behalte dich im Auge. Das fand ich komisch. Wen jetzt? Alina oder mich? Dich. Hey, was ist das? Warum bekommst du ein Vote von mir? Mann, Luca, du kriegst immer mein Vote. Ihre, ein Autogramm bitte. Microphone muted. Du bist nicht gemutet, Jonas. Microphone activated. Es ist Niklas. Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich bin's nicht. Ich wollte einmal gucken, wer da ist. Wo ist der Kill, Niklas? Der Kill liegt in Electric. Es ist Nils. Es ist hundertprozentig Nils. Der kam gerade aus dem Vent in Medbay dann. Weil du standest auf dem Vent, Nils, als ich reinkam. Und das hat mich schon ein bisschen verwundert. Und wenn jetzt der Kill in Electrical ist, was sagst du dazu, Nils? Also Nils hat, weil das macht keinen Sinn, als Innocenter sich da einfach auf den scheiß Vent zu stellen. Und du standst perfekt drauf, du musst gerade rausgekommen sein. Shooten, können wir noch mal kurz über die Situation reden? Also ich fand die Verteidigung von Nils so gut, dass ich skippe. Nils, ich wollte gerade auch ehrlich gesagt direkt zum Button sprinten. Entgegen, aber ja. Dann ist er wieder zurückgelaufen und oben lag halt die Leiche von Jonas, sodass er zuerst da war. Wo lag die genau oben in Electrical, nicht unten? Liegt genau hinter dem Schrank, also ich bin einmal rum. Ja, es ist dann, muss das Nils sein. Wenn dann noch irgendwer kommt und dann kam mir einer entgegen. Und um genau so eine Scheißsituation zu verhindern, dass ich dann da stehe und gebrochen werde. Das ist halt unlucky, dass ich da gerade in Medbay reinkommen. Will ich halt den... Wisst ihr, was ich richtig sass finde? Hallo, hört ihr mich? Alina, ich höre dich jetzt, ja. Achso, Leute. Aber Miranda, ja, was ist passiert? Ja, du hast einfach Jonas gekillt. Alina hat was? Nein! Kind ja, wieso ich war die letzten zwei Minuten gar nicht am PC. Was? Wieso stehst du auf dem Vent in Medbay? Ich hab mich in die letzte Ecke gestellt. Du stehst auf dem Vent? Ja, ich hab mich einfach nur in die Ecke vom Medbay gestellt, weil ich kurz auf Toilette war. Junge, das kannst du mir nicht erzählen, Alter. Du bist... Junge, wieso? Du sagst... Stopp. Nils, du sagst, du willst noch eine Runde spielen und gehst dann AFK pinkeln? Das kannst du mir nicht erzählen. Drei Runden pinkeln. Junge, aber dann stellt man sich doch nicht auf dem Vent.
Shady. Ich will einmal die Situation checken, ob einer da irgendwie noch irgendwo stand, den ich vielleicht übersehen habe. Also, was verstehe ich auch ein bisschen, aber es wäre auch... Jetzt kam auch sehr spät, das hättest du also nicht sagen. Ich bin gerade erst an den PC zurückgekommen. Okay, das könnte sogar sein. Junge, Alter, wieso spielt ihr alle so behindert als Crewmate, wenn ihr wirklich Crewmate seid, Alter? Ich komme da wirklich nicht drauf klar. Erst Luca, jetzt Nils. Was? Wann hab ich denn als Crewmate? Ja, du Mr. Handyspielerei. Mann, hat nicht gereicht. Wenn das jetzt wirklich nicht Nils ist, dann weiß ich nicht, einfach nur lost. Da stimme ich dir zu. dann Dickpick. Mikrofon activated. Ah! Okay, die letzte Runde Simon Says, Alter, was soll denn der Scheiß? Okay, das... Eigentlich ist das richtig dämlich, dass ich gerade reporte, weil das macht mich einfach nur übel verdächtig. Ja, du warst doch gerade in Storage, ich hab's genau. Doch gesehen. Genau, ich hab meinen Tank da aufgefüllt, das hat Miranda, glaube ich, auch gesehen, die hat da kurz reingelünkert. Stand ist am Tank, ja. Ja, und dann wollte ich, wollte ich halt weiterlaufen und sehe halt oben in meinem Sichtfeld, also im untersten Kreis noch den Knochen von Henry da rausgucken, der lag oben, Richtung Erdmann. Okay, aber du hättest es doch eigentlich sein Erdmann können. Ja, deswegen ist es ja auch, deswegen mache ich den Report ja echt ungern, weil ich mich damit einfach nur selber verdächtig mache. Du bist ja ganz am Anfang, als wir runtergegangen sind, habe ich dich rechts gesehen, also bist du ja wahrscheinlich rechts lang. Genau, ich war erst bei Shields und bin dann wieder zurückgekommen. Und dann bist du mir aber von links entgegengekommen. Von Electric. Ja, er ist kurz mit mir Richtung Reactor gelaufen. Okay, aber und dann bist du zu Storage. Okay, Moment, nochmal. Dann... Oh, scheiße. Also, Niklas, zuerst recht. Jo. Du bist nochmal zur letzten Runde, zu dem Kill in Electrical. Du bist da reingekommen, der lag da, du hast den Report direkt. Ich bin da reingekommen. Bist du mit wem zusammengegangen? Ich hab nicht direkt reported. Ich bin erst wieder einmal zurückgelaufen, um zu gucken, ob da noch irgendwer, keine Ahnung, vor rausgeht. Dem Bereich, den ich übersehen habe. Und bin dann zurück, dann kam mir Alina entgegen und hab ihn dann reported. Wie Alina entgegen? Also Richtung rein, Electrical. Alina kam mir rein. Okay. Also, weiß ich nicht. Wie lange war denn die Runde schon? War das früh in der Runde oder könnte der schon länger liegen? Lief schon ein bisschen, meine ich. Nee, aber war doch auch. Also, ich war bei mir, hat man mich gescannt und vorher hat Jonas mich gescannt. Boah, Junge, für mich ist Nils halt so fishy. Entweder der Junge, aber warum immer bei mir, ey? Wirklich, das ist mein Kopf platzt gleich. Das Ding ist, ich sehe da einfach so, dass der liegt. Ich denke so, fuck, die Türen sind zu. Ich will den nicht reporten. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt weiter. Das ist immer das Problem. Wenn ich jetzt weglaufe und Miranda hat gesehen, dass ich da stehe, dann mache ich mich noch weiter. Das sind wirklich die 9000 IQ-Plays, wenn du als Imposter einfach erstmal 2 Minuten nichts sagst und dann sagst du, ja, ich war auf dem Klo. Digga, das habe ich noch nie gehört, ey, muss ich sagen. Was? Okay. Jetzt ist er. Okay, gut. Also, weiß ich nicht. Ich glaube echt, das ist trotzdem Nils, ey. Vielleicht hat er den ja nicht gekillt. Ich habe einfach Pech diese Runde. Digga, ich tilte weg. Das muss einfach nicht sein. Geh weg. Mikrofon activated. Okay, ich weiß nicht, wer tot ist. Ja, es ist Nils. Muss Nils sein. Wieso bin ich da, ey, Mann, Alex? Junge, wirklich! Stopp. Jetzt reicht's, Nils. Du hast jetzt dreimal komplett verkackt. Langsam habe ich echt keine Lust mehr, Alter. Erzähl mir, was passiert ist, Alex. Okay, wir waren oben links. Wir sind beide in Richtung nach rechts gelaufen. Dann ging das Licht aus, richtig? Genau. Und dann bin ich umgedreht. Bin ich nach links wieder zurückgelaufen. Ich stehe jetzt gerade. Ja. Und ich bin ja Richtung Cafeteria gegangen, richtig? Weiß ich nicht. Das Licht war aus. Ich habe keine Ahnung, wo du lang bist. Ja, egal. Ich bin auf jeden Fall weiter Cafeteria gegangen. Von Cafeteria Richtung zu dir, wo du wieder links warst, Richtung Upper Engine, ist mir Marleton genau entgegengekommen. Der ist genau durch mich durchgelaufen. Dann bin ich einmal um einen Table in der Cafeteria rumgegangen, weil ich dachte, du chased mich, weil du mich töten wolltest. Ich habe ja nicht gesehen, ob du noch hinter mir herrennst. Und dann bin ich wieder zurückgegangen, hab einen Step in Medbay reingemacht und da lag die Leiche. Ich wusste nicht, wen ich reporte. Ich habe einfach nur einen Report-Button gesehen. Wenn es jetzt, wenn du jetzt tot wärst, dann wär's Marleton für mich, weil Marleton jetzt tot ist, bist du es für mich. Hundertprozentig. Wer anders war da nicht? Alex, um welchen Bist du rumgelaufen? Der Rest war da nicht, hast du nicht oben gesehen? Oben links der. Ja, nee, ich hab keinen gesehen sonst. Da kann ja sonst einer irgendwo hergekommen sein. Aber ich bist gerade schon wieder völlig auf dem falschen Dampfer. Junge, das Licht war aus. Wie
willst du mich da sehen? Ich bin oben links einmal um den Tisch gewalkt. Niklas, wo warst du? Ich hab dich auch. Hä? Ich hab euch gar nicht gesagt. Warte mal, haben wir schon den Post herausgewählt? Ja. Es sind Nils und Luca, Alter. Oder? Ja, das ist schon wieder Schwachsinn. Ich war nämlich mit also Luca, ja, von Luca. Junge, Nils, wirklich, du hast jetzt bei. Der erste Kill war komplett fishy von dir. Der zweite Kill, gut, da war ich nicht dabei, aber da waren die anderen. Warst du für die anderen fishy? Und jetzt macht dich das auch schon wieder komplett fishy. Du machst mich fishy, Alex. Ja, aber, Junge, wenn du das aus. Nils, bitte, wenn du das aus meiner Sicht sehen würdest. Ja, ich sag doch, Junge, ich verstehe das, was du sagst, aber. Wahrscheinlich das richtig gesehen hat in dem kleinen Bild. Okay, dann stopp. Ich hab jetzt leider schon gewartet. Luca, wo warst du? Ich stehe in der Cafeteria. Okay, Niklas, wo warst du gerade? Ich war rechts bei Weapons da oben. Alina, wo warst du gerade? Erstmal wahrscheinlich Nils, aber wir haben noch zwei Imposter, oder? Das ist so dumm, nein, ja, wirklich. Wenn es zwei Imposter sind, wenn, ja, dann haben wir verloren. Wenn Nils nicht ist, also ich habe Nils gewotet, weil wirklich... Ohne Spaß. Ja, aber dann hast du einfach Pech gehabt, die Runde, da kann ich da nichts für. Microphone muted. Puh. Hatte ich ja wohl doch recht. Mikrofon. Haben wir außer Nils schon mal irgendwen rausgeschmissen? Das ist eine gute Frage. Nein, also ist Nils hundertprozentig safe gewesen, sonst wäre es jetzt nämlich vorbei. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwen rausgeschmissen haben. So. Also habe ich ja schon mal jetzt Scheiß-Imposter, das nehme ich zurück, ja. Aber Nils hat sich noch versucht gut zu verteidigen, aber Lukas, ich habe echt gezweifelt, aber dreimal hintereinander, ja, so viel Pech kann man nicht haben. Für Niklas gewotet. Ja, okay. Warum das denn? Glaubst du auch? Warum hast du für Niklas jetzt gewotet? Ich glaub's ja schon die ganze Zeit so ein bisschen, aber... Du hast letzte Runde Niklas gesaved. Nein, ich habe für Alina gewotet. Die ist mir hinterhergelaufen, obwohl das ja, nicht links war. Ja, weil ich nichts mehr zu tun habe. Ja, nee, ich wollte nur wissen, ob du jetzt mit aufspielst. Okay, nee, stopp. Ich hoffe, ja, die Geister ich machen... Ich bin ja schon die ganze Zeit von Niklas. Oh, mein Kopf tut so weh, ne? Wirklich, das ist schlimmer als Uni, ey. Also, ja, da gibt's dir recht, Alex. Ich hab sogar noch gefragt, kannst du Niklas saven? Ja, für die Runde kannst okay, du... Okay, Moment mal, wer hat noch Aufgaben von euch? Warte, was? Ich muss noch was machen. Ich bin fertig. Luca, was, ich hab das jetzt nicht verstanden, ihr habt gleichzeitig... Ich hab noch Aufgaben. Aufgaben? Ja, ich hab noch bestimmt Aufgaben. Nicht, glaube ich. Boah, ich, also... Ja, ja, aber versteht ihr mein... Ich bin verwirrt. Wer hat noch einen Button von euch dreien? Ich. Versteht ihr mein Way of Thinking? Nein. Mit Alina gerade? Ich bin schon gecheckt? Die ganze Zeit für Niklas. Echt jetzt? Also zwischen euch dreien habe ich legit keine Ahnung. Du hast ihn doch letzte Runde gesaved, oder? Nein. Wer von euch hat Nils nochmal da bei Storage gesehen? Du hast mich doch letzte Runde gesehen, Alina. Ja, ja, siehst du, das gesagt, du bist vom Licht weggelaufen. Ja, ich bin einmal kurz weg, um zu gucken, ob da noch was kommt und bin dann hinterher. Ich weiß noch, Alter. Ich glaube, es ist Luca, Alter. Aber er ist halt vom Licht weggelaufen. Warum denn? Ach, Alex. Ja, weil du Nils... ein Alibi geben wolltest und meintest, ich wäre nicht Wer hat uns vor Ende dann noch gerufen? Es votet Nils. Und wer hat dann in der letzten Sekunde Nils gewotet, obwohl ich ja das wohl hätte sein lassen können. Niemand war sich sicher. Ja, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Das ist, da musst du mal drauf achten. Wen hast du gewotet, Luca? Ich habe immer noch Alina gewotet. Aus dem einfachen Grund, die ist mir jetzt rechts hinterhergelaufen. Ja, ich bin fertig mit meinem Pass zusammen, und ich dachte, wir wären dann safe. Ja, toll, danke. Viel Spaß. Oh nein. Microphone muted. Oh Mann, immerhin habe ich das Game nicht weggeworfen, ey. Schade aber auch. Lauf weg, mach die Aufgaben. Mach doch die Aufgabe, Luca, du wirfst. Sauber, Niklas, als ob ich kann Niklas nicht laufen. Luca, mach doch einfach deine Scheißaufgabe, Alter. Das war die einzige ich Chance. Ich verstehe nicht, warum ihr Nils nicht rausgevotet habt. Das war ja wohl die wackeste Ausgabe aller Zeiten. Ich fühle mich wie Sherlock, dem ins Gehirn geschissen wurde, Alter. Ja, genau. Vor allem Alex. Alex, du sagst einfach jede Woche, ich lass mich nicht mehr von Nils belabern. Ja, mach ich auch nicht, Alter. Nach dem dritten Mal war dann echt too much, Nils. Let's go!